Hallöchen Leute und willkommen zurück bei Spyro, dem edelsteingeilen Drachen. Wir sind hier im Labor des Professors unterwegs. Oh, eine Truhe, was gibt's denn hier? Das sieht nach... Nicht so deutsche Kurve, verlässt Bananen mit deiner festeren Schale wachsen. Das macht die Straßen sicherer. Aha, okay. Ein Dünger für den Affen da. Wie heißt der? Oh, mir fällt es gar nicht ein. So, weg mit dir. Wo geh ich hin? Bleib ja da. So, hier gibt es ganz viele Edelsteine. Einfach so rumstehen. Finde ich toll. Jetzt habe ich dran gedacht, da steht schon der Geldsack. Mit zu eine Tür und Geldsack davor. So. Dann geben wir der Tür mal Strom. Tü-ding. Aber da will ich jetzt sowieso noch nicht rein. Weil hier haben wir noch eine rote Kiste. Bessere Libellenflügel sieht ja cooler aus als meine eigenen Flügel. Das ist unfair. Die Geperden werden bestimmt ausflippen. So, gelbe Schlüssel haben wir noch nicht. Da oben ist Geldsack. Da hoch, Spyro, danke. Wow, hier wird mit Edelsteinen um sich geworfen. Wie viele Edelsteine gibt es denn hier in dem Level? 800, kein Wunder, dass man hier so mit Edelsteinen um sich wirft. So, hier hatten wir das. Dann hier ging es nirgends weiter. Wow, das wäre fast ins Wasser gefallen. Die können wir nicht aufmachen. So, wo war denn der zweite Schalter? Den hatte ich da vorne auch schon mal gesehen, oder nicht? So, beziehungsweise, ja, für euch im letzten Part, für mich gerade vorhin. So, da war er doch. Und da ist es. Gehen wir ein bisschen Geldsack ausrauben. Oh, nicht ins Wasser fallen, Spyro. Etwa und hep, hep. Hep, hep. Wo war denn Geldsack? Hier oben war Geldsack. Geldsacks Gewölbe. Ganz viel. Ja, da oben eine gelbe Truhe, war ja klar. Ey, wisst ihr was? Jetzt habt man hier zwei Schlüssel. Anfangs waren es immer nur grüne und rote Kisten. Und dann denkt man sich, ja, ich habe jetzt einen grünen und einen roten Schlüssel. Jawohl, ich kann endlich mehr Sachen einsammeln. Nein, dann sagt das Spiel, nein, der grüne und rote Schlüssel nützt dir nichts mehr. Du brauchst jetzt nur noch den pinken und den gelben. Ja, also das ist richtig übelst gemein von dem Spiel. So, ich kann mal rüberfliegen. Ja, war das. Hier draußen gibt es nichts mehr. Hier gibt es auch nichts mehr. Dann können wir ja durch die Tür weitergehen. So, im Geheimlabor des Professors. So, weiter. Zoo des Professors. Aha. Der Professor hat einen eigenen Zoo. Ah, da ist noch einer von den Drachenbabys. Also, der Professor hat Schafe. Der Professor hat noch mehr Schafe. Der Professor hat noch mehr Schafe. Ich glaube, der Professor hat eine ganze Schafzucht. Ehrlich. So. Schafe, die wieder zum Leben erwachen. Ja, wo geht's jetzt weiter? Da komme ich ja nicht hoch. Ah, nee, doch, hier war doch noch was. So, dann paddeln wir halt mal mit dem Walross ein bisschen übers Meer. Ah, okay, also, Walrosse hat der Professor auch als Haustier. Ah, ich bin ja gespannt, was noch so alles kommt. Wieder Zombie-Schafe. Igel hat der Professor. Also, der hat wirklich alles hier.
So. Dann. So, den Igel ein bisschen einheizen. Und an die Statue boxen. Sind das nicht die komischen Teile vom von der Yeti Serengeti? Die Steinböcke? Oder was es war? Sogar die hat er. Okay, der Professor hat definitiv alles an Tieren. So, mit dem komme ich dann bestimmt hier hoch. Okay, das funktioniert nicht so, wie ich denke. Was das vielleicht mit Schieben ein bisschen schneller geht? Na gut. Dann schiebt man eben auf den langsamen, herkömmlichen Weg nach da hinten. Was passiert hier jetzt? Ah, da geht das Teil auf und dann springt der Kleine da runter. Okay. Ja, die Zwischensequenz, dass das Teil jetzt wieder da ist, brauchst du mir eigentlich nicht bringen. Spiel. So, da haben wir eine Bombe. Hier haben wir ein paar Edelsteine. Hier haben wir noch mehr Edelsteine. Und sonst gibt es hier nichts mehr, so wie es ausschaut. Och nein! Ist doch blöd! Stehe ich auf den Schalter drauf und dann stehe ich noch nicht mehr drauf und dann kommt zweimal das blöde Bild. Oh, ist doch schlimm. Und jetzt ist meine Bombe explodiert, oder? Nee, zum Glück noch nicht. Ja, aber jetzt explodiert sie gleich. Au! Schade, hat nicht mehr gereicht. Also das ist echt blöd mit dem Schalter auf dem Boden. Ja, okay, es ist okay, wenn einmal die Zwischensequenz kommt, aber die braucht nicht fünfmal kommen. So, und jetzt fliegen die Luftstatue. Da, schaut mal, sogar die kleinen Flattertierchen aus dem Dinger hat er. Da, ah, jetzt gehen wir aber erst hier lang. Wo komme ich denn hier raus? Okay. Das bringt mir irgendwie nichts. Aber... So, der Kleine kommt ein Stückchen weiter nach unten. Boah, die Zwischensequenz, die geht mir echt auf den Keks. Ne, mit dir will ich eigentlich nicht fliegen, weil mit der Pflanze hier kommen wir immer wieder zurück. Okay, doch nicht. So, weit um den Schalter rumlaufen. So, wo bringst du mich denn hin? Nach hier oben. Okay. Toll, ist ein Edelstein runtergefallen. Okay, dann nehmen wir den mit. Ah, das war das. Okay. Dann ist ja nicht mal so schlimm, was wir unten liegen. Aber... Ah, okay, auf der Ebene waren wir noch nicht. Da haben wir so einen Kollegen hier. Den wir in seinem Hut besuchen. Der uns dann rausschmeißt. Was ist das denn Schönes? Dieser Vorschlagsammel ist perfekt ausbalanciert. Auf dem Griff stehen die Initialien im Tee. So, wieder ein Werkzeug des Meisterdiebs. Ja, so langsam aber sicher geht es wirklich sehr fließend voran hier. So, dann fahren wir mal mit der Pflanze nach da oben. So. Oh man, hier ist mal alles kaputt. Und lassen den Kleinen noch ganz abhauen. So, da schenkt er uns was und haut ab. Wir gehen hier nach unten, weil da gibt es noch Fässer für uns. Ganz viele Fässer mit ganz vielen Edelsteinen. Und wie komme ich hier jetzt wieder? Hallo? Wie komme ich hier jetzt wieder raus?
oben komme ich nicht? Ah, okay, nach unten kann ich mich einfach... Ah, da sterbe ich dann fast. Ja, ein Snowboard. Das ist für die Geparden. Ja, da muss ich wirklich nach unten und mich immer treffen lassen. So, wie ihr seht, kann Sparks jetzt auch rot werden. Und nicht nur grün und blau. So, jetzt haben wir eine gelbe Sparks. Wie sieht's denn aus hier? Wir haben noch nicht allzu viel gefunden hier. Zumindest edelsteinmäßig noch nicht. Ihr müsst... Hier gibt's doch bestimmt noch mehr. Außer das, was ich bis jetzt alles erkundet habe. Ah, ja. Da war ich, dort war ich. Ich war jetzt eigentlich überall. Oben war ich. Geldsacksgewölbe war... War das nicht schon ein Gebiet vorher? Warte, ich schau mal kurz. Geldsacksgewölbe müsste hier schon gewesen sein, oder nicht? Ja, Geldsacksgewölbe war da rechts unten. So. Aber mir fehlen hier eindeutig noch zu viele Sachen. Ah ne, Geldsacksgewölbe war hier oben, genau. Okay. So, aber hier gibt es definitiv nichts mehr. Beziehungsweise ich finde nichts mehr. Warte mal, was fällt mir denn alles noch als Fähigkeitengegenstand? Noch drei Sachen. Dann fällt mir jetzt auch ein, was es ist. Nein, tut's mir nicht. Nee, hier gibt's definitiv nirgends mehr was. Ah, doch, hier geht's noch weiter, oder? Ah, nee, hier geht's zurück zum Prototyp-Abschnitt. Was haben wir denn hier dann noch? Ah, genau, Rhinox Tic-Tac. Das war's, nächste Level. So, da hockt er oben und kommt nicht mehr runter, die arme Sau. Okay, ich bringe ihn aber irgendwie auch nicht runter. Okay, da geht's nicht weiter. Da geht's weiter. Ah, ich habe eine Bombe. Okay, die liegt jetzt auch ein bisschen beschissen. Also gehen wir zuerst hier rüber. Und sammeln hier erstmal die ganzen Edelsteine hier ein. So, Kleiner, ich hol die da gleich runter, keine Angst. Sobald das Tierchen hier wieder kommt. Tierchen, hallo? Hallo? Hat er keine Lust oder? Ah, jetzt ist er wieder da. Da denkt sich das Spiel, hallo, ich kann den jetzt hier nicht spawnen lassen, wenn du da rumstehst. Aber, ist ja egal. So, jetzt explodier mal Bombe und hilf dem Kleinen da runter. Was, muss die Bombe da dreimal hinbringen oder was? Okay. Och. Ja, ich glaube, das dauert noch ein bisschen, bis ich das schaffe. So, erstmal dich hier abfackeln, dann die Bombe hier runter, dann die Bombe davor, ein bisschen vor sie explodiert. Och Mann. Komm, da runter. Den Kleinen, den will ich jetzt noch vor euch den Schnitten. Jetzt habe ich schon damit angefangen. Komm jetzt daher, Bombe. So, einmal. Bumm. Und
Die Bombe ist schon mal unten. Ist schon mal ein gutes Zeichen. Und Spyro schiebt sie schon. So, zweimal Bombe. Ich hoffe, zwei Stück reichen jetzt. Nein, reicht auch nicht. Hallo? So stabil sind so blöde Dinger nun auch mal wieder nicht. So blöde Rhinox-Statuen oder ist eine Riptor-Statue? So hässliche Riptor-Statuen da. So, jetzt. Der vierte noch. Gut. So sein soll. Ich hoffe nur, das war's denn jetzt, hey. Also langsam und lange. Ich gebe jedes Mal die Bombe von da oben holen und jetzt aber. Och Leute. Man kann es auch übertreiben. Fünfmal die blöde Bombe holen oder was? Wow, das war ein Super Kick von Spyro. So, jetzt war es das jetzt aber, oder? Ja, die ging daneben in die Luft. Toll. Na gut, dann auf ein neues. So. Nochmal runter mit dem Ding. So, jetzt aber. Jetzt war's das jetzt aber. Ja, geht doch. So, was bekommen wir denn von ihm? So. Ja, das sind Philo, da kann Sparks Edelsteine, die weiter entfernt sind, einsammeln. Ganz praktisch. So Leute, bevor wir jetzt weitergehen, mache ich hier jetzt den kurzen Schnitt und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann und ciao!